Ich bin hier an der Spanischen Treppe und vor mir stehen Minis aus Würzburg. Jawohl, die Franken, die sind da und die bereiten sich natürlich auch schon auf die Papstaudienz vor. Freut ihr euch schon? Ja! Sehr gut. Wer glaubt, dass er den Papst die Hand schüttelt? Hervorragend. Sehr gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wunderbar. Ihr seid ja jetzt hier direkt am Petersplatz und wollt gleich natürlich auf dem Petersplatz für die Audienz mit Papst Franziskus. Freut ihr euch schon? Ja! Seid ihr schon nervös? Bisschen. Ja. Ah, okay. Was erwartet ihr euch denn von der Audienz? Ein Segen. Ein Segen, sehr gut, okay. Dass es spannend wird. Ja, spannend? Gut. Selfies mit dem Papst. Selfies mit dem Papst? Sehr schön, okay. Wie fallt ihr auf dem Petersplatz? Mit unseren grünen Shirts hier. Grünen Shirts? Ja. Okay. Ich glaube, die Kitzinger schreien am lautesten. Und zeigt mal ein bisschen hier noch eure Fahne nochmal. Jawohl. Okay, okay, und ihr zwei habt eine besondere Aufgabe, denn was dürft ihr tun? Wir dürfen ministrieren. Ministrieren, hervorragend, ja. Schon aufgeregt? Ein bisschen, so langsam. Habt ihr extra noch ein bisschen geprobt vorher? Noch nicht. Wir haben jetzt ja noch Zeit und kriegen jetzt dann nochmal alles erklärt. Okay. Aber Nervosität, Adrenalinspiegel ist schon weit oben? Der steigt schon langsam. Aber ihr freut euch auch? Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und macht dem Bistum Würzburg alle Ehre, ja? Dankeschön. Wie geht's euch jetzt direkt nach der Audienz? Total schön. Was war für euch der schönste Moment? Wo er gesprochen hat. Es hat einen einfach berührt. Ja, oder wo er reingekommen ist. Sehr schön. Und wie fandet ihr gerade, ihr zwei, die ihr ja Ministranten noch seid, nehme ich mal an, wie fandet ihr euch repräsentiert in den vier Fragen? Super. Also er hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und er hat wirklich die Wahrheit gesagt. Das hat man einfach nur gemerkt. So kann er uns helfen, dadurch, dass er mit uns so redet. Den Papst vom Nahen zu sehen, die Worte des Papstes zu hören, aber auch die Gemeinschaft, so das gemeinsame Singen, so viele Leute auf so einem großen Platz, das ist was Besonderes. Wie viele Bilder habt ihr vom Papst gemacht? 5 bis 10. Okay, sehr gut. Es wurden ja einige Fragen gestellt von Ministranten. Fandet ihr die gut? Habt ihr euch in den Fragen wiedergefunden? Ja, auf jeden Fall. Was war es, das, wo ihr euch am meisten damit identifizieren konntet? Gut, ja. Der Tag nach der großen Papstaudienz. Hier sind unsere zwei Megastars hier. Wie geht's euch jetzt? Ausgeschlafen. Mehr oder weniger. Seid müde? Euch ist ja die Freude sozusagen noch in die Gesichter geschrieben. Vielleicht so ein kleines Detail, was hat er zu euch so gesagt, der Papst, oder wie ging es so ab? Er hat relativ wenig gesagt. Der Bischof Wiesemann, der neben ihm stand, der hat ihm das ein bisschen kurz erklärt. Wir sind aus der Diözese Würzburg, hat er kurz gesagt, und wir haben halt dann Grinsen auf erst. Ne? Okay, und natürlich das Wichtigste, wie habt ihr es geschafft, an dieses Tuch zu kommen? Ich habe einfach gefragt, ob er mit mir tauschen will. Und dann hat er am Anfang erst ein wenig stockend reagiert, hat dann aber doch irgendwann abgezogen und hat es mir gegeben.